und Institution und rationaler Konstruktion, Anpassung und Opposition und der Fähigkeit zu analysierendem und synthetisierendem Verstand als künstlerische Leistung. K.P. Bremer, der auch hegende und pflegende Menschenfreund und Gärtner, Weinliebhaber, verständnisvolle und wunderbar neugierige Gesprächspartner, hat die zwei der hier erwähnten Aspekte Weltkunst mitgezeichnet und geschrieben, als Erfinder und strategischer Künstler. Kunst, Politik und Ökonomie in ihren ideologischen Verschränkungen sinnlich sichtbar zu machen, sagt die. Und aus einer ästhetischen Strategie der Negation des Vorhandenen eine affirmativ-subversive Praxis als reale Möglichkeit zur Gesellschaftsveränderung mit den Mitteln der Kunst ins erkenntnisreiche Spiel zu setzen. Ich komme langsam zum Ende. Den Zustand der Gesellschaft ironisierend über dieses K.P. Bremer den Statistikern und Statistiken und Diagrammen aus ihrem eigenen verfehlten Bewusstsein Schlüsse zu ziehen. Das auf Pixel reduzierte Gefühl und Seele eines Arbeiters wird zum Emblem, ja zur Flagge der menschlichen Unfähigkeit, die Sinne auf die dialektische und menschliche Realität zu richten. In der visuell provozierten Ironie des sich selbst auf den statistischen Wert reduzierenden Menschen erscheint zugleich der Hoffnungsstrahl, der auf die Möglichkeiten und Mittel der bildenden Kunst zielt. Die Menschen und Dinge der uns tatsächlich umgebenden Welt sind nun mal von Menschenhand gemacht und scheinbar so gewollt und damit aber auch stetig im Fluxus. Das passt zu Fluxus. Im Sinne der Erkenntnis auf Verbesserung eben. Also können Handlungen mit Herz, Hirn und Hand verändernd einwirken. Das erinnert in den Gesprächen bei K.P. stets an die Überlegungen des Philosophen und Schriftstellers Sergei Tretjakow und seiner Idee des operativen Schriftstellers. Wir haben keine Veranlassung, die Erzeugnisse der Kunst trotz all ihrer Verschiedenheit und ihres spezifischen Charakters aus der Reihe der Dinge herauszugreifen. Die Ereignisse der Kunst sind die Instrumente zur Bearbeitung der menschlichen Emotionen. Kaspar David Friedrich kommt da gleich hin drüber. Das Ereignis der Kunst ist das Werkzeug für die direkte oder indirekte Handlung. Und genau in diesem Sinne geht es weiter darum, wie wir im Sinne K.P. Bremers zum sozialen und dialektischen Ursprung der Welten, wie die Ausstellung von Sardini genannt wurde, mit Humor, Ironie, Kritik und Selbstironie vorangehen. Mit den Mitteln des filmischen Tagebuchs kommen wir dann auch zu einem seinen poetisch-kritischen Realismus und der gerade aktuell elementaren künstlerischen Strategie, Kunst, Politik und was daran auch persönlich ist. Mit den wunderbaren Worten des Menschen und Künstlers K.P. Bremer sollten wir wirklich weiterarbeiten. Lasst uns ein kleines bisschen über das richtige Leben reden. Und K.P., wir vermissen dich. Ich bedanke mich für das.